Okay, hier der andere von André, gerade zu Besuch im Kornfeld ist und er hat in diesem Fall einen coolen Govaho-Angriff vorbereitet mit 5 Valkyren, 20 Hawks und kommt auf jeden Fall von der Ecke, wo die Queen ist, die gegnerische Königin. Die muss ausgeschaltet werden natürlich. Hat jetzt schon mal ein bisschen die Clanburg gelockt, die Mauer mit Mauerbrechern aufgemacht. Die beiden Golems gehen wunderbar rein und können hier tanken. Hat jetzt die beiden 15er Helden drinne. Schickt auch schon die Valkyren mit dazu, damit die auf jeden Fall nicht irgendwie nach links oder rechts wegwandern da, sondern reingehen. Das klappt auch ganz gut. Der Drache ist jetzt gleich unter Kontrolle. Die Königin kümmert sich drum. Margo hilft ihr noch mit dabei. Jump Spell, King geraged, Königin und gegnerischer König ist down. Richtig, richtig stark. Und die Königin ist auch noch voll dabei, kann hier ein bisschen aufräumen. Tesla kaputt machen. Sehr, sehr gut. Wartet ein bisschen zu lange, finde ich, mit seinen Hawks. Hat auf jeden Fall jetzt hier schon mal einen Tank. Giant, das war gut, weil bei so vielen Magiern, ich meine, schau dir das mal an, da sind 4 Magiertürme alle auf einem Fleck. Der eine ist abgelenkt, der hier war mit dem Riesen abgelenkt, das war sehr, sehr gut. Dann hätten die alle, wenn alle 4 jetzt auf diese Hawks gegangen wären, das wäre auf jeden Fall der Tod gewesen. Der Heilzauber kam auch ein bisschen spät, muss man ehrlich gesagt noch sagen. Und auch hier wieder 5 Kanonen, die jetzt auf diese Hawks gehen. Da hätte ich auch sofort den Heilzauber gesetzt. Schon bevor sie überhaupt ankommen, hätte ich den Heilzauber gesetzt. Verliert hier auf jeden Fall ein paar Hawks. Dadurch, dass er ein bisschen gewartet hat, aber hat halt wirklich ziemlich viele Hawks. Das heißt, es ist nicht so das allergrößte Problem. Hier der X-Bow wird ja auch noch von der Königin kaputt gemacht. Das heißt, das ist keine Bedrohung mehr. Hat ihr noch ein paar Hawks in der Hinterhand für die Rückseite, wo die Bogietürme sind und noch ein Tesla. Da ist noch eine Riesenbombe, aber das macht nichts, wenn die Riesenbombe ganz zum Schluss ist. Braucht man dafür keinen Heilzauber mehr haben, denn die Hawks sind dann ja nur noch für den Cleanup da. Das heißt, mit dem bisschen Leben können die hier den Cleanup wunderbar machen. Das einzige Problem ist dann, wenn du hier jetzt nach außen so ein paar kleine Bomben hast oder so, dann könntest du noch ein paar verlieren, aber in der Regel ist es kein Problem. Also, wenn du weißt, dass deine Hawks irgendwo abenden, wo noch eine Riesenbombe ist und du hast sie vorher gut geheilt, dann ist es eigentlich kein Problem. Das heißt, der Angriff lief dann doch sehr, sehr gut. Aron auf die 13. Auch diese Base, eigentlich relativ bekannte Base. Sehr, sehr symmetrisch. Hat auch keine sehr besonders sehr starken Helden. Eine 7er Queen. Hat die ganze Death eigentlich noch von Rathaus 8, aber hat halt schon X-Bows. Level 1. Und insofern eigentlich keine große Schwierigkeit. Geht also klassisch rein mit 2 Hexen, ein paar Magier, die Queen. Leider nimmt die Queen ein bisschen Schaden von dem Drachen. Das heißt, da hätte man noch ein paar Barbaren davor setzen sollen. Das ist eigentlich echt Pflicht, dass man das vergessen hat. Das ist ein bisschen blöd. Nicht weiter tragisch natürlich bei so einer Übermacht. Also 2 Golems, eine 18er Königin, dann noch ein 18er King, der gleich nochmal kommen sollte. Wenn hier alles weg ist am Rand, das ist klar, hat er gut gewartet. Jetzt kommt er, richtig nice. Da ist die gegnerische Königin schon down. Ja, diese Tesla und der X-Bow, die machen jetzt so viel nicht aus. Die Golems tanken da ganz, 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 ganz solide. Der 18er King, bisschen von der Skelly-Falle abgelenkt, macht aber jetzt dann da schön seinen Schaden da im Dorf. Im Zentrum geht es noch ein bisschen raus, leider hier zum Magierturm. Hoffentlich hält der Jumpspell. Oh nein, der King ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen unnütz da am Rand mit der Mauer. Nicht weiter schlimm, fängt es an mit seinem Hawk Attack, wunderbar, dieser Tank Giant, aber ein bisschen lange gewartet mit den Hawks, das heißt, der Giant hat wunderbar getankt für die Luft, aber wie gesagt, hat jetzt hier noch 3 Heilzauber, da kann eigentlich nichts mehr anbrennen. Der kleine Golemite ist noch da, da ist so ein Mini-Tesla, das macht alles gar nichts, da kann man jetzt ein bisschen vorspulen, beziehungsweise beschleunigen. Da brennt nichts an. Der gegnerische King ist genau dort, wo der Heilzauber ist. Das heißt, die Hawks können im Heilzauber den King kaputt machen. So macht man es. So macht man es. Okay. So, das war die 13. Jetzt zeigen wir noch einen letzten Angriff hier und dann ist auch gut. Anatomic hat sich hier mit der 14 befasst. Auch die ist eigentlich eher eine Rathaus 8er Base mit X-Bows und halt schon so also einer kleinen Königin. Natürlich, wenn man hier sieht, dass er noch so eine Baby-LA hat, also hat er eigentlich nur 3 LAs wirklich, um die man sich kümmern muss. Das heißt, da kann man mit Golaloon
richtig gut kurzen Prozess machen, lockt also den Drachen nach draußen, hat seine Kill Squad, auch hier in diesem Fall keine Hexe, einfach ein paar Bogies, Magier, Königin bei Level 19, kein Problem. In diesem Fall wunderbarer Spam La Lune Attack, hat man auch schon lange nicht mehr gesehen, aber bei so einer Übermacht kann man das wohl mal machen. Einfach alles von einer Seite reingegeben, kein, ja, ohne Rücksicht auf Verluste im Prinzip. Da leben noch zwei Lavas, einer platzt und einer lebt es immer noch. Ich glaube, der wird auch überleben bis zum Ende. Nicht weiter schlimm. Denn ja, so viel Death ist da ja nicht mehr. Ich beschleunige das Ganze jetzt mal. Jetzt geht es eigentlich nur noch so darum, hier, ob das zeitlich hinhaut mit dem Cleanup. Aber hat zumindest ein paar Lavas außen, hat die Loons alle im Zentrum, wo das Rathaus ist und so weiter. Insofern, no problem. Okay, also haben wir erledigt. Wir wollten jetzt noch. Okay, das war so der Clankrieg. Das war die Story zum Kornfeld. Wir schauen uns jetzt nochmal an. Also, das war der wunderbare Perfect War. Wir schauen uns an unseren Log. Das war diese Niederlage. Das war jetzt hier unsere Revanche gegen die Koreaner. Wir hatten jetzt in der Zwischenzeit noch einen anderen Clankrieg gegen den Chinesen oder Japaner. Das sind international, okay, keine Ahnung. Jedenfalls wollte ich einen Angriff dort zeigen, bevor der weg ist. Bevor der weg ist. Ich glaube, es ist der. Ja, genau, ein Queen Walk, Leute. Ein Queen Walk Attack ganz zum Schluss für dieses Video, für euch. Aus dem Kornfeld, live und direkt. Leonidas mit einem Queen Walk Go Waho. Das ist also das Ziel, hier rumzukommen, nehme ich mal an. Und dann von hier rein zu pushen, hat in seiner Clanburg natürlich dann den Max Golem, gehe ich von aus. Ja, ich habe den Angriff gar nicht mehr so genau in Erinnerung. Aber ich glaube doch, dass es hier nach unten geht. Aber muss man jetzt nochmal abwarten. Okay, doch nicht. Okay, ein Hawk, um zu locken. Richtig gut. Dann wird also die Queen mit den Heilern sich um die Clanburg kümmern können. Ne, das ist ein anderer Angriff, genau. Es geht nicht unten, es geht nach oben in dem Fall. Okay, hat also jetzt gezündet. Kommt jetzt also von der anderen Seite mit dem CB Golem, Max Golem. Mauerbrecher machen die Zelle auf in der Ecke. Jetzt kommt er mit seinem King rein, hat also auch einen Jump Spell dabei. Den setzt er jetzt auch. Der King mit dem Golem als Tank vorweg, paar Magier hinterher, soll sich also um den gegnerischen King und die gegnerische Queen kümmern. Da kommt noch eine Skelly-Falle. Jetzt ist er geaggrot von der Queen. Kann ihn jetzt zünden. Queen wird dann down gehen. Und die Königin macht einfach oben schön Aufräumarbeit. Und dann geht er von unten mit seinen Hawks rein. Surgical. Mit zwei Heilzauber, die er noch übrig hat. Eine Gruppe von rechts, eine Gruppe von links. Treffen sich dann wahrscheinlich so mehr oder weniger in der Mitte. Und die Königin kann weiterhin wunderbar aufräumen. Leider verliert er jetzt zwei Heilzauber. Ne, drei Heilzauber. Er hatte fünf Heilzauber insgesamt dabei. Wow, fünf Heilzauber. Okay, und da ist jetzt noch die riesige Gruppe von Hawks, die das hier ganz, ganz easy kaputt machen kann. Die letzte Death. Jetzt ist auch schon Cleanup-Time. Hat noch da den Cleanup Wizzy, hat hier noch so einen Barbaren. Der Riese macht auch ein bisschen Damage. Die Königin zieht weiter rum. Die Königin ist im Prinzip einmal ganz ums Dorf rumgegangen. Die Hawks im Zentrum. Da brennt nichts mehr an. Das war ein geiler Angriff. Respekt auf jeden Fall. Okay, diesen Angriff zum Schluss. Dieses Video ist viel zu lang jetzt, aber was soll's. Kann man nicht ändern. Kurzer Blick noch auf die Statistik von diesem Clankrieg, bevor wir den verlieren. Es kommt ja bald die Wartungspause. 94%, 12, 3 Sterne. Kann man auch nicht meckern. Und das war das Team. Kann man sich nochmal anschauen, wer jetzt hier 3 Sterne hatte und wer nicht. Ja. Okidoki. Liebe Leute, das soll es gewesen sein. Zum Abschluss natürlich nochmal ein Hinweis auf unseren Sponsor. Wir zeigen das Video natürlich auch nochmal. Hallo, wo ist es denn? History. Da, nee, shit. Nicht das. Hier ist es.
Alright. Die Liebe Leute, Ohrensuhr hat ich verabschiede geleiert, mich. Bis zum nächsten Mal. Liebe Wasser Grüße aus dem und Kornfeld. Weizen. Aber sie haben das Beste draus gemacht. Olleslohr, der Wind, Wasser, Weizenkorn.